Hallo und willkommen zurück bei Katana. X4. So, ich hoffe, wir können heute wieder ein bisschen was Spannenderes selber machen und nebenbei verwalte ich dann einfach die Dinge, die wir in der letzten Folge fast nur gemacht haben. Aber ihr habt mich ja schon so ein bisschen gewarnt. Das wird schon noch mehr. Pass mal auf. So, und zwar, wir verkaufen gleich den L-Gasschürfer und tauschen den nochmal gegen den Mineraliengasschürfer aus. Genau, der Mineraliengasschürfer. Der Mineralienschürfer. So, ach so, ich dachte, Boso hat mir eine Aufgabe gegeben, weil... Das erlaubt es Ihnen, Ach so, ich hatte gar verbesserte nichts ausgewählt. Ausrüstungsmodifikationen zu bauen. Ich habe jetzt auch noch nicht mal einfache Waffenmodifikationen hergestellt. Verbundwerkstoffe. Erweiterte Waffen. Ja gut, dann ist... Ah, doch, warte mal. Die Teleportation wollte ich doch eventuell. Antimaterialwandler. Ich mach mal das hier. Ich benötige einige Materialien, bevor ich loslegen kann. Ja. 300 Antimaterialwandler. Oh, kann er ruhig mal kaufen. Sind das 120, 130.000 irgendwie? Ich hatte schon reduziert, das wieder mehr. Aber das geht jetzt schon wieder mit den Energiezellen, dass da mehr reinkommen. Mehr Platz haben. So, dann läuft das vielleicht nebenbei. Der Frachter hier, der organisiert jetzt noch ein paar andere Sachen für die Drohnen. Da muss er leider nochmal da hochfliegen und dann kann er aber direkt weiter hierhin fliegen. Macht er dann auch, ist alles automatisch. Und den hier. Ich gucke nochmal, bevor ich ihn verkaufe, weil Wasserstoff, oder ich sage auch hier, komm, mach Wasserstoff gleich mit. Aber eigentlich reicht das, denke ich, für einen Wasserstoff. Wie viel Wasserstoff wird verbraucht? 24.000 pro Stunde. Nee. Dann nehmen wir den einfach. Dann nehmen wir den gleich mit. Wenn wir das später dann doch mal erweitern wollen, ist es ja ganz clever, wenn ich den einfach behalte, statt den jetzt zu verkaufen. So, aber ich glaube wirklich ein Silizium mehr bräuchten wir auf alle Fälle noch. Dass das wirklich ununterbrochen dann dort laufen kann. So, Mineralien. Nicht wieder falsch machen wie beim letzten Mal. So, machen wir, komm, weg damit. Aber so will, der nimmt selber das Geld in die Hand, ne? Vom. Ah, perfekt. Unsere Leute kaufen das ja super. Ist ja geil. Haut genau hin dann. Sind exakt 300. Die machen sich direkt auf den Weg. Na, da freue ich mich doch. Da können wir die Forschung für Teleportation, was ja dann bis zu drei Systeme übergreifend ist, auch fertigstellen. Das wäre cool. Sehr schön. Okay, ja, wo machen wir da mal weiter? Wir müssten schon so ein bisschen noch immer gegen die Xenon. Das will ich eigentlich weitermachen. Deswegen. Fliegt uns, was haben wir hier? Xenon Militärstudien, ja. Fliegen wir. Wir fliegen nochmal ins Xenon-Gebiet. Das Schiff wird bald abdocken. Bin ich auch auf dem Schiff? Ja. Gut. Genau, Xenon PE, nach wie vor. Wir hatten die schon mal erwischt. Die Xenon PE.
sehen. Oh. Ach so. Ach so, nee, die Schiffe heißen ja nur PE. Ha, pass auf. Hier, da ist er. Die Dinger sind das, genau. 12.000 Hülle. Ja, ich wollte ja eh nochmal schauen. Also die Geschütze, auch bei der Katana, die sind natürlich sehr, sehr cool. Die gefallen mir. Aber... eventuell die Neutronen-Gatling. Die sind halt echt geil. Macht schon Bock. Aber trotzdem. Vielleicht doch nochmal irgendwann anders, andere Waffen. Die Taubeschleuniger. Zweieinhalb Schüsse, dafür deutlich schneller. 3 Kilometer. Erreiche Tarkas Schlucht 16. Schade, dass man, kann man Waffen untereinander vergleichen, wie man das mit den Schiffen machen kann? Nee, ne? Es gibt nur einen Schiffsvergleich, kein Waffenvergleich wäre eigentlich genial. Schildschaden. Die anderen machen über 300. Natürlich deutlich weniger, nur ein Viertel an Schüssen pro Sekunde. Aber doppelt so schnell. Aber auch nicht so weite Reichweite. Könnte man mal probieren, diese Tau oder Tau? Tau-Beschleuniger. Finde ich schon nicht verkehrt. Erreiche Tarkas Schlucht 24. Taubeschleuniger. Da. Wir organisieren uns einfach nochmal ein anderes M-Schiff, der Split. Los, nee, sicher nicht. halt hier. Ma'am. Ma'am. Ah, die passen hier nämlich auch rein. Das Teil könnte einfach mal 6 davon tragen. Alter Schwede, die sind halt voll auf Kampf, ne? Verteidigung ist denen fast egal. Angriff ist da die beste Verteidigung. Aber da könnte man halt, ne, woanders ein Schild vielleicht reinbauen, was besser wäre. Aber vielleicht ist das auch nur ein einer Slot-Schild hier. Achso, und auf den Türmen haben die was drauf? Flak. Erreiche System, sengende Niederlage. Ja, von mir aus. Ja, ein MK, passt auch nur ein MK1 Schildgenerator drauf. Aber vielleicht haben andere ja trotzdem welche, die ein bisschen besser sind. Ja, ist schon geil, das Schiff, ey. Kosten das? 4 Millionen bloß? Brauch keine Torpedos. Weg damit. 3,5 Millionen kostet das bloß? Echt? Das ist ja interessant. In Sensorenreichweite. Ja, ich bin gleich da. Ich glaube, ich organisiere mir das mal. 6 Taubeschleuniger, ich glaube, das ist ganz geil. Vielleicht fliegt mir das eigene Schiff dann in die Luft. Und selber waren wir auch noch nicht auf einem Splitschiff unterwegs, oder? Wir haben zwar welche, aber ich selber habe noch keins gefunden. Erreiche System, Matrix, Nummer 9. Ist auch alles soweit ausgestattet, Verbrauchsgüter egal. Ja, wobei. Ein paar geile Lasertürme. Ja gut, 100 Stück vielleicht nicht. Also nicht. 30 Lasertürme oder so. Ey, mach ich jetzt mal.
Bereiche System, Matrix, Nummer 4, 5, 1. Ach, wir sind hier oben durchgeflogen. Wir waren schon gerade im Xenon-Gebiet. Das ist ja auch witzig. Ich dachte, wir kommen von hier drüben. Alles klar. Ja, top, Hino, Hina. Hani, Hina. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal, ob wir endlich mal ein PE finden. Darf doch eigentlich, kann er eigentlich nicht so schwer sein. Auch mit dem neuen Kampfschiff der Xenon, für gerade mal 4 Millionen nicht mal. Ist ja genial. Da bin ich gespannt, was das auf dem Kasten hat. Wollen die anderen Waffen auch einfach mal testen, probieren und dann 6 Stück davon? Du meine Güte. Vor allem, wenn der stell dir mal vor, du hast da, das könnte ich mir natürlich auch richtig krass vorstellen. Diese M-Schiffe, was wir gerade gekauft haben, als Raketenwerfer-Schiffe. Erreiche System Matrix Nummer 9. H. Raumkontrolle H. M. M. Echt keine PE, nee. Nee. Zumindest hier nicht. Das gibt's doch nicht. Oder sind PE gar nicht in deren eigenen Sektoren unterwegs, sondern eher dann woanders? Wir fliegen mal hier so ein bisschen durch die Gegend. Na, also wenn man sich so eine Flotte zusammenstellt. SE. SE, ja, fast. Fast. Eins von zwei ist richtig. SE ist richtig. PE. Yeah. Ach so. Ja. Hier ist ein Sonnenkraftwerk. So, da hätte ich ein PE. F. Machen wir nochmal schnell Quick Save. Hm. Also einfach mal so, weiß ich nicht, 5 von den Drachenschiffen. Ja, richtig. Richtig clever gespeichert gerade. Oh, 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 die zerlegen mich. Ich bin gleich tot. Ja, ja, ich sehe schon. Motor Kontrolle, ich blink, ich kann nicht abhauen. Boom. Quick Load. Ja, das ging schnell. Das hätte ich mir sparen können. Die kamen alle an. Und dann halt auf, ich glaube mit so M-Schiffen, wenn du da so viele Raketen dran hast, die ja unfassbaren Schaden machen. Und du hast da eine Handvoll von und jeder davon hat 6 von den Raketentürmen drauf. Und ballerst dann alle gleichzeitig auf irgendwie ein großes Schiff ab oder so. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass das auch relativ schnell platzen könnte. Oder auf eine Station. Oh, das sind alles Dinge, die man mal ausprobieren könnte. Aber braucht halt Kohle für. Braucht echt Kohle für. So, das ging gerade kolossal schief. Macht aber nichts. Hallo, Spiel. Danke. Ich konnte gerade nicht steuern. Jetzt geht's. So, ich nutze mal den Boost und mein Schild, somit einfach mal abzuhauen. So, Flucht ist die beste, ist der beste Angriff. So heißt es nämlich bei uns hier bei den Tischkanten. So, die verfolgen mich jetzt ein bisschen. Gibt's hier noch. Vielleicht gibt es hier noch mehr, wo ich noch gar nicht war. Also die beiden kennen wir. Habe ich noch irgendwo anders eventuell? Das ist ein Beschleuniger. Das ist natürlich ganz cool, wenn du abhaust, im Reisemodus dann so ein bisschen durch die Gegend driften. Also das war jetzt nicht so clever, das gebe ich zu. Auch vor allem in dem Moment zu speichern. Aber mir war es egal, auch wenn das jetzt fehlgeschlagen hätte mit dem Speicherpunkt, dass ich den gar nicht hätte nutzen können. Dann hätte ich halt einfach einen anderen Save zuvor geladen. Der ist nicht so lange her. Von daher war das jetzt nicht so dramatisch. Ich habe es einfach probiert. Das hat ja funktioniert. Aber clever war es nicht.
Ach nee, das ist gar kein Beschleuniger. Das ist eine Schiffswerft. Ha, dann fahre ich den jetzt einfach mal schön durch die Schiffswerft durch. Da werden sie Augen machen. Hier ist ganz schön was los, wa? Die haben auch schöne große Schiffe. Guck dir die Dinger mal an. Hui. Nein, flieg weiter. Ah, da komme ich nicht durch. Oh, das ist aber ärgerlich. Das ist aber ärgerlich. Da hat es mich abgeblockt. Okay. Wow. Die Xenern müssen sich auch denken. Sag mal, was stimmt eigentlich nicht? Warum verhält er sich so, wie er es macht? Macht das mit Absicht. Keine Schiffe bei den Xenern. Wer folgt mir denn da? Ein M-Schiff? Was haben wir noch? M? Die haben bestimmt richtig Bock drauf, dass ich hier jetzt bei denen unterwegs bin. Ja, ich sehe zumindest jetzt keinen. Da oben ist auch kein Sprungtor, da rechts oben. Ich wurde aufgefordert, meine Fracht auszuwerfen. Erwarte Befehle. Du haust mal schön ab. Nee, das war doch der Elffrachter, der jetzt gerade die Sachen für die Drohnen dahin liefern soll, oder? Ach ja, die Hokkaido ist fertig. Unser Drache Plünderer auch. Nice. Das möchte ich gern sehen. Das gucken wir uns direkt an. Drüben war noch irgendwo, war da nicht irgendwo die Sprungtore? Nee, nicht mal annähernd. Dann treffen wir uns mit unserem anderen Kampfschiff mal da drüben. Oh. Für Silizium oder für Erz? Ne, mit Sicherheit für Silizium. Ja. So, perfekt. Dann prügeln wir jetzt durch Sprungtor, oder? Ja, wobei am besten direkt weiter. Ja, jetzt wieder Ärger. Wir müssten mal so ein PE auf der anderen Seite treffen. Oh, hier vielleicht einer dabei? Nee. Hat der Idiot auch noch das Sprungtor verpasst. Halt von der anderen Seite. Tschüss. Erreiche System. Sengende Niederlage. Xenon Verteidigungsstation. Genau, hier sowas müssten wir. Aber das Ding ist, wenn ich hier rangehe an so eine Verteidigungsstation, so nah am Xenon-Sektor nebenan, da kommen die doch von nebenan alle angeschissen, oder? Das andere Schiff wäre wahrscheinlich direkt drauf gegangen. Okay, dann treffen wir uns hier mit dem anderen Schiff gleich. Das ist nämlich auf dem Weg und braucht nur noch zwei Sprünge. Da bin ich gespannt, wenn ich das Schiff jetzt mal rein aus Interesse.
das hier. Wer hat denn gute Schilde? Haben die Terraner gute Schilde? Oder die Teladi vielleicht? Oh, Moment. Ja, okay, komm, ich flieg noch ein bisschen, dass wir weg sind und diese hektische Musik aufhört. Ist Rendezvous? Müsste der Drache direkt vor uns parken. Liegt denn darum M? Okay. M. Gleich mal versuchen mit dem anderen Schiff so ein paar Gegner mal zu erledigen. Wer kämpft da? Ich sauge hier gerade Sachen ein, lass mich in Ruhe. Wenn ich mein PE mitbringen, den brauche ich nicht. Xenon Verteidigungsstation. Okay. Noch gerade gucken, ob ein anderes Schild vielleicht was ausmacht. So. Schaut, wo sind jetzt die Teladi? Hier. Ja, tatsächlich. Könnten ein bisschen mehr rausholen. 6700. Von woanders her dann bessere Antriebe. Weiß ich nicht, ob andere dann noch bessere Antriebe haben. Weiß nicht, was das... Was war Fick nochmal? Ah, da würde es gar nicht gehen. Die sind wahrscheinlich inkompatibel. Hier würde sogar ein MK2-Schild drauf passen. Okay. Wieso passt denn ein MK2-Schild auf den M1-Slot? Das verstehe ich nicht. Erwarte Befehle. Hier auch so bei den Argonen. Okay. Oder ist M1-Slot... Ist das gar nicht nur für MK1? 6100. Ja, so ein bisschen steigern könnte man den Schild schon noch. Hier geht sogar MK3. Ja, okay. Das ist natürlich cool. Wir wurden getroffen. Du großen Fehler machen. PE. Okay, unser Drache greift direkt an. Das ist sogar ein PE. Alter, was ballert der denn da raus? Du mein... Lass ihn bitte ein bisschen am Leben, den brauche ich für meine Quest. Alter, Drache, was ist da los? Nein. Doch, unser Drache überlebt. Drache wurde zerstört. Ist doch nicht dein Ernst. Ist der PE so stark oder was? Jetzt kommen mir ein Haufen andere Scheißschiffe noch an. Jetzt habe ich mir meinen Drachen kaputt gemacht. Nein! Mir ist egal, das lade ich neu, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich war gerade mit was ganz anderem wieder beschäftigt, Mann!
Nee, das mache ich jetzt nicht. Das ist mir zu blöd. Ja, ich wollte mich doch in Ruhe damit treffen, dann erstmal rüber ins Schiff, mir das angucken und der kommt an und dann ist hier direkt Action. Hat er die mitgebracht oder was? Dann treffen wir uns halt woanders, dann können wir das so nicht mehr machen. Das war auch schnellste Zerstörung von meinem Schiff. Sehr schön. Der PR hat gut ausgeteilt gerade, hatte ich gar nicht so krass in Erinnerung. Aber der Drache sah geil aus, als der geschossen hat. So, das hole ich mir jetzt wieder. So, und wir sind jetzt wieder hier. Ja. Ist ja gut. Ihr wollt ja nur spielen, ich weiß. Ihr habt Komplexe, müsst deswegen auf einen gehen, der hier alleine ist. So, bin ja schon weg. Haben wir den Drachen überhaupt schon? Der ist schon da, ja. Autopilot eingeschaltet. Gehen wir jetzt dahin. Eins weiter. Das war ja eine Aktion eben. Oh, ich warte die ganze Zeit, dass der kommt. Dann kommt der. Und dann taucht nicht nur das PE-Schiff auf, was ich bräuchte. Für die Aufgabe, sondern auch ein Haufen anderer Schiffe, die ich erst gar nicht gesehen habe, sondern erst dann, als ich selber gegen das PE-Schiff gekämpft habe. Und der Drache greift ein. Ich dachte, ja geil, direkt Unterstützung und wird sofort zerlegt. Erreiche System, sengende Niederlage. Das ist M. Gut. Ach Mensch, ich war da gerade ganz anders beschäftigt. Huch! Ziemlich großes Kampfschiff. Also, nochmal. Was ich eigentlich gerade nachgucken wollte. Terraner Schilde wären schon echt cool. Es passt tatsächlich ein MK3 Schild drauf. Ich dachte halt, das M1 Slot bedeutet nur MK1 Schilde. Ist halt mehr als das Doppelte an Schild. Das ist schon cool. Ich weiß gar nicht, was unsere... Was hat denn unser aktuelles Kampfschiff an Schild? 18.000, also noch mal das Doppelte. Erreiche System, Tarkas Schlucht. Es ist nach unten gerutscht, okay. Also Schild ist halt echt sau wenig, ne? Da müsste ich schon bei den Terranern mal einkaufen gehen. Und die hier unten, die haben doch das gleiche, oder? Ja. Muss ich nämlich nicht so weit fliegen. Na fein, da müssen wir uns jetzt aber gleich treffen. Ja, wir warten da brav, dann kommt der und dann können wir da rüber gehen. Autopilot ausgeschaltet. Sehr gut, wunderbar. Ja, mit dem hier dauert es jetzt natürlich nochmal, der ist jetzt gerade wieder zurück auf dem Weg. Ja, wobei, so weit hat das. Ja, doch. Immerhin, er ist schon am Abliefern. Und hatte ich jetzt. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich das vor dem. Hatte ich dann nochmal ein Siliziumschiff gekauft? Nee. Doch, das hier. Da war es, genau. Das war nur schon fertig, aber ich hatte es noch nicht zugewiesen. Okay. So, gut. Sehr gut. Ich gucke aber echt gern hier rein.
Um einfach zu sehen, was ist da, wie geht's weg. Ich müsste das gar nicht, weil ich das hier unten auch sehen würde. Oder könnte. Es steht zwar nicht alles da, was sehr, sehr schade Erwarte ist. Erwarte Befehle. Ah, da ist er. Na, endlich sehen wir uns mal. Drache, Plünderer. Da ist er. Sieht aus wie so eine Spitze von einem Pfeil. Oder wie normale Menschen sagen, eine Pfeilspitze. Bisschen dunkel geraten, aber das Logo da unten links gefällt mir. Okay, wir gehen mal rüber. G für Teleportation. Ah, oh. Bisschen geräumiger als ich dachte. Guten Tag. Drache, Sünder. Hallo, Sie gehören mir. Wen haben wir denn da? Sao und Cho. 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 Und Sao. Okay. Drache, es ist alles eine Familie. Ich nehme mal kurz Platz in meinem Schiff. Ich mache einen hervorragenden Job. Also diese Hautpflegecreme, die würde ich gerne wissen, die der benutzt. So, Achtung, ich schieß mal. Ja, man kann schon ordentlich rausballern, bevor die Dinger überhitzen. Okay. Ja, speicher nochmal, nicht, dass jetzt wieder was schief geht. Gucken wir mal, ob sich hier irgendwo ein kleiner Xenon rumtreibt. Aber ich würde schon auf das MK3-Schild wenigstens upgraden. Das ist natürlich schon sehr, sehr wenig. Ich bin sehr auf Schild bedacht. So gut fliegen kann ich ja noch nicht, dass es mir nichts ausmacht, wenn ich nur wenig Schild dabei habe. Bei Elite Dangerous war es mir später einfach irgendwie egal. Waren auch die Schiffe dann irgendwann, die ich da hatte, so krass ausgestattet, dass eigentlich kein anderes Schiff irgendwas ausrichten konnte. Und natürlich war ich ein Top-Pilot, klar, keine Frage. Bin so guter Kampfpilot, wie ich Autorennen im Weltraum fahre, fliege. So, traut sich denn hier ein kleiner Xenon durch? Oder mittlerer, ist mir egal. Klein und mittel, das wäre in Ordnung. Was machen wir mit unserer Katana? Schicke ich sie erstmal kurz nach Hause oder lasse ich sie hier? Achso, wir sind ja hier im System. Warte mal, wenn, dann müssten wir noch mal eins weiter. Erreiche System. Sengende Niederlage. M. Na dann. Bitte nicht so einfach sterben. Splits dich werden bezahlen lassen. Ist sogar direkt in seine Schussbahn geflogen. Ja, die Waffen jetzt hier, die haben halt nur 3 Kilometer Reichweite. Oh. Je näher die dran sind, desto besser natürlich für die Waffen vor allem. Ja, schon nicht schlecht. Schon gar nicht so schlecht. Das ist ein Satellit. Nicht mehr lange. Erweiterter Satellit. Da ist noch einer. Nix ist mit Satelliten.
Also man merkt direkt, ist schon eine Ecke wendiger als unsere Katana. Danke für Ihre Hilfe. Jetzt sehe ich zwar nicht mal, was für Zahlungen reinkommen, denn das hatte ich ausgeschaltet. Die sind auch mittlerweile die letzten Zahlungen endlich durchgelaufen. Das ging noch eine ganze Weile, nachdem wir da schon eigentlich keine oder ich das ausgeschaltet hatte. Ja, also wegen Schiffsbau, ne? Ich muss mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Es braucht halt sehr viel Geld. Sehr viel Geld. Zwei Riesen. Um überhaupt damit anfangen zu können. Also wie gesagt, 120 Millionen für die beiden Baupläne. Das ist schon mal nicht ohne. Dabei ist es nur ein M-Schiff. Für die LXL-Schiffe sind ja gleich mal 300, 400, 500 Millionen drin, die man braucht. Aber ja, ich möchte es einfach mal probieren. Wenn wir dann dazu kommen, jetzt, wir kriegen gut Geld rein, wenn ich nicht ständig ausgeben würde. Was ich aber natürlich mit Absicht mache, weil ich ja auch so ein paar Sachen mal probieren will und gucken will, wie es dann doch vielleicht noch besser läuft, gerade bei den Stationen. Zwei Riesen. Dann müssten wir mal eine Weile sparen. Oder man baut halt nebenbei die anderen Stationen, die wir noch als Bauaufträge haben. Für die Fraktion. Das ist im Reisemodus auch nicht ganz so schnell hier, oder? Oh, geht schon. Knapp 4000, ja. So, traut sich hier nochmal einer durch. Komm aber angerast hier. Mal den Rückwärtsgang einlegen. Die ballern alle hier durch, das gibt's ja gar nicht. War doch hier, wo wir da vorhin zerlegt wurden, oder? Ach nee, hier unten. Das Sprungtor ist, ich wollte gerade sagen, da war doch so eine Verteidigungsstation in der Nähe. Sprungtor, Matrix, das Nummer leider, 9. Ja, leider das verkehrte Sprungtor. Das sieht schon cool aus, gefällt mir. Zwei Mikrochip-Fabrik nebeneinander. Da oben ist ein... Ach nee, das ist Nanotronik. Oh, die feinen Herren haben eine Nanotronik-Fabrik. Zwei sogar. Oh, einem Sektor. Haben wir die Argon-Raumspritbrennerei. Das ist halt auch geil. Am Arsch der Welt haben die die. Damit es keiner mitbekommt. Na, wen haben wir denn da? Ein M. Okay. Was haben wir da noch? Alles die kleinen M. Probier's mal. Ich glaube, die bereiten gerade einen Angriff auf die Station vor, kann das sein? Da oben doch mehr. Vielleicht bei dem am Anfang. Geil, wenn die Dinger treffen, da wächst ja echt kein Kraut mehr. Dann würde ich hier, glaube ich, echt ein schönes... Stopp diesen Kriminellen. Halt da oben.
Achso, das ist ein Krimineller, ja. Nee, wir haben hier gerade Xenon-Angriff, falls euch nicht aufgefallen ist. Wo ist er denn jetzt? Da unten. Es ist schön beweglich, das Schiff. Ziviles Schiff B. Was ist denn das? Ach, das sind Geschütze von der Station noch, kann das sein? Ihr Handeln ist inakzeptabel. Ich kann doch mal gesehen haben, dass ich gerade weggeballert habe, oder nicht? Hier ist ganz schön was los. Komm, da greifen wir mal mit ein. Es macht schon Bock. Das ist schon wirklich cool. PE. Ja, das ist ein PE. Okay. Muss ich aber ein bisschen vorsichtig sein, könnte sein. Alter! Gute Arbeit. Yes! Ja, wir haben unsere PE. Nice. Das ist noch eine PE. Geil. Gefällt mir. Das Splitschiff. Muss ich sagen, Drache ist cool. Habt ihr mir auch schon ein paar Mal geschrieben, Drache wäre geil, Drache wäre geil. Und ich dachte mal, was Drache, wieso, warum, was Fantasy-Spiel? Nee, schon klar. Aber ja, macht Bock. Aber mit einem besseren Schild der Terraner noch? Du meine Güte. Ich weiß nicht, ob andere noch bessere Antriebe haben. Ich könnte mir vorstellen, die Split haben da schon die... die besten mit... Also jetzt zum Kämpfen meine ich, die Gefechtsantriebe. So, okay, dann haben wir doch jetzt die... So, und als nächstes sollen wir machen... Stationsgeschütze zwei Riesen. Ach so, kenne ich noch gar nicht, da müssen wir... War das nicht inaktiv, der Sprungtor? Nee. Echt, bin ich da noch nicht durchgeflogen? Ja, es geht weiter. So eine verkettete, genau. Hier ist aber noch einer. Ach, hier sind noch mehrere. Ach, okay. Verteidigungsdrohne. Autopilot eingeschaltet. Wir probieren es mal mit dem Autopiloten. Ja, geht schon gut ab hier. Der Drache gefällt mir. Also das hat schon ein bisschen was Erhabenes, das Schiff. So ein bisschen was besser gestelltes von einem, sowas wie naja, sowas wie ein Lord. Man könnte das Schiff ja dann auch Drachenlord nennen oder so. Weiß ich nicht. Naja. Ich habe in WoW mal einen Krieger-Drachenlord genannt. Autopilot ausgeschaltet. Den aber nie wirklich gespielt. Ich fand es einfach immer, wenn Leute ihre Charaktere irgendwas mit Drache genannt haben, dachte ich immer, oh nein, ey, so ein Klischee-Name.
Da wollte ich mal gucken, ob der Name Drachenbruch in WoW auf dem Server da vergeben war. War tatsächlich nicht. Da habe ich mal einen Krieger erstellt. Einen weiblichen. So, na gut, okay. Weiter geht's. Eingeschaltet. Mal schnell noch das Schiff weg eliminiert. Also kann ich mir gut vorstellen, hier mit so einer Truppe hier. Bin gespannt, wo uns die Mission jetzt hinführt. Das möchte ich. Lackierungsmodifikation Sonnenuntergang. So, jetzt sind ja alle durch. Die ganzen Zahlungen. Ich wollte noch mal gucken, ansehen, gewonnen, wenn ich das wieder einschalte. Ob das ausartet oder nicht. Genau, 4x Silizium. Sieht gut aus. 17 Millionen. Das dauert halt, bis wenn die Station jetzt was überweist, dauert es einfach sehr lange. Aber ich könnte es ja auch selber rüber übertragen, aber ich lasse es mal. Vielleicht kriegen wir da noch Zinsen. So, Energiezellen. Ach ja, die Drohnenbauteile, die müssten doch bald ankommen. Und dann, ja, das ist gleich da. Und dann macht der nämlich auch das mit den Energiezellen. Erreiche System, freier Markt. Dann bekommt der genau das hier auch. Wo sind wir? Da sind schon noch zwei Sprünge. Gut, dann würde ich sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.